Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mein selbstprogrammiertes Tool WordTools Lite vor. Mit diesem Tool könnt ihr Minecraft in mehreren Versionen und Ausführungen auf eurem PC installiert haben. Dazu könnt ihr einfach hier in der Liste Clients euren neuen Client erstellen. Ich will jetzt hier mal clean, test, create und schon habt ihr hier Minecraft noch einmal installiert. Jetzt könnten wir hier Launch drücken und das Ganze würde sich starten und nichts würde an eurem normalen Minecraft-Client verändert werden. Vorher müsst ihr allerdings hier in diesem Optionenmenü eure Minecraft-Launcher, also Minecraft.exe, auswählen. Damit ihr Java-Dateien launchen könnt, müsst ihr einen clean Client vom Programm installieren lassen. Dann könnt ihr hier den Auto-Login verwenden. Dabei loggt euch das Tool automatisch immer ein, wenn ihr Minecraft startet mit dem Tool. Und den ARM-Allocator, dazu müsst ihr kurz eure java.w.exe-Datei auswählen und wie viel Arbeitsspeicher ihr Minecraft zuweisen wollt. Wenn ihr das dann erledigt habt, könnten wir dann zum Beispiel hier den neuen Client auswählen. Und dann drücke ich Launch. Das dauert kurz, es loggt sich automatisch ein und er lädt Minecraft komplett neu runter und ich habe einen komplett ungemoddeten clean Minecraft Client, ohne dass etwas an meinem normalen Minecraft Client in App Data verändert wurde. Hier sehen wir auch kleine Welten drauf. Das Ganze befindet sich hier unter App Data Roaming WT Lite Clients. Da könnt ihr sehen, unter Test wurde komplett neu der .minecraft Ordner generiert, wo auch Minecraft.jar platziert ist. Und so könnt ihr Minecraft in verschiedenen Versionen mehrmals installiert haben. Außerdem könnt ihr Minecraft.jar in dieses Tool importieren. Ich habe mir jetzt mit einem anderen Tool mal alle Versionen, die ich gefunden habe, heruntergeladen und in das Tool importiert. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einfach irgendeine Version nehmen, dann wir Alpha 1.0.0, klicke auf Launch. Und schon startet sich Minecraft in genau dieser Version. Und ich kann spielen. Hier sehen wir auch hier die 2 GB Arbeitsspeicher, die ich Minecraft zugewiesen habe. Das Ganze könnte ich jetzt mit jeder Version machen. Das ist auch ganz praktisch, um die wöchentlichen Pre-Releases, die in letzter Zeit rauskommen, zu starten. Dazu müsst ihr einfach nur Import Java und dann eure Datei auswählen und in das Tool importieren. Und dann könnt ihr noch einen Namen für die Datei auswählen. Wenn ihr einen neuen Client erstellt, könnt ihr außerdem auch aus eurer Java-Dateienliste eine auswählen, um einen Client direkt mit dieser Version zu erstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Beta 1.6.6 sage, Create, nach das kurz, dann haben wir den Client New Client. Sehen hier, da ist er, ist bisher das hier so und die Minecraft 1.6.6 Java-Datei. Und wenn ich das Ganze jetzt starten würde, spielen wir in Version 1.6.6. Das Tool ist ganz praktisch, wenn ihr auf anderen Servern immer wieder auf andere Versionen umsteigen müsst, weil sie noch nicht geupdatet sind. Wenn ihr die wöchentlichen Pre-Releases austesten möchtet oder wenn ihr ohne Mühe auch mal in alten Versionen spielen wollt. Außerdem könnt ihr hier mit den verschiedenen Clients verschiedene Modpacks ohne umständliches Neuinstallieren und Backups einfach installiert haben. Der Auto-Login macht das Ganze natürlich nochmal schneller, Minecraft kurz zu starten. Durch das Rahmen zu weisen, laggt Minecraft weniger und kann nicht abstürzen, wenn ihr genug zuweist. Und dann
wählt ihr hier einfach den Launcher aus, installiert das. Ich könnte das jetzt hier auch nochmal machen. Dann sagt er mir, ich soll das Ganze einfach mal bei Minecraft einloggen und es runterladen lassen. Ah, da habe ich es nicht gemacht. Dann lädt er in diesen Ordner das Ganze nochmal neu runter. Und das könnt ihr auch hier sehen. Ist gespeichert unter WT-Light. Clean Client ist hier auch nochmal Minecraft gestartet. Gespeichert. Ist komplett ohne Mods. Und da könnt ihr immer. Und wenn ihr dann in eurer Java-Liste eine Datei auswählt, wird automatisch dieser Client gestartet und vorher mit der anderen Java-Datei auf die andere Version gebracht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt mit dem Tool was anfangen. Ich würde mich über Feedback in den Kommentaren freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!